In Hamburg neigt sich die Hochzeitsreise von Annika und Manuel dem Ende zu. Ein Happy End scheint aber in weiter Ferne. Wach werden neben einer Person, wo du eigentlich ganz genau weißt, oh, gestern Abend gab es so kleine Differenzen, ist jetzt kein gutes Gefühl gewesen. War wirklich kein gutes Gefühl. Also wir sind zurück ins Hotel, und dann wollte ich irgendwie noch mal so das Rückfrage halten, wie es ihr geht und so weiter. Und sie wollte aber nicht großartig reden, beziehungsweise so ein, zwei Sätze haben wir gesprochen. Und dann kamen bei ihr halt so die Tränen und es tat mir in der Seele weh. Und das ist genau das, was ich halt die ganze Zeit nicht haben wollte, dass halt eine Frau vor mir ist und die dann irgendwann weint. Und wie geht's dir? Es geht so. Ich bin halt bei der Situation gerade ein bisschen hilflos, ehrlich gesagt. Weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Kann. Das ist ja alles nicht böse gemeint und du kannst ja auch gar nichts dafür. Dich trifft ja keine Schuld. Das muss ich alles mit mir irgendwie im Reinen machen. Dass ich halt eben noch nicht verliebt bin und dieses Kribbeln im Bauch. Und ja, ich weiß, wir sind erst 4 Tage verheiratet und es kommt nicht so plötzlich, ne? Aber ich habe mir das vielleicht alles ein bisschen anders da ausgemalt. Das war nie meine Absicht, dass du wegen mir irgendwie weinst. Also ich bin einfach gerade nur hilflos. Ich weiß einfach gerade nicht, was ich machen soll. Nix, du. Das. Aber gerade das Nichtstun ist schwierig für mich. Zu wissen, dass du irgendwie Hilfe brauchst, dass du irgendwie irgendeine Stellung brauchst oder irgendeinen Rat, irgendwas, aber ich kann gerade nichts machen. Das ist für mich das Schwierige, das Hilflose. Also Melissa hat mir geraten, dass ich auch ich sein soll und mich jetzt nicht verstellen soll, dass ich meinen Weg trotzdem weitergehen soll. Und dass wir jetzt auch einfach das Gespräch mit Frau Dr. Kühldorfer aufsuchen sollen, dass sie vielleicht noch 1, 2 Tipps auch hat und auch gerne, dass er erstmal alleine mit ihr redet, weil dass er vielleicht nochmal so ein bisschen andere Ansatzpunkte bekommt und ja, dass wir natürlich den Kampf nicht aufgeben sollen, aber ich bin ein Mensch, das werde ich auch nicht machen, aber ich soll halt auch bei mir meine Grenzen wissen, wie weit kann ich gehen. Statt Romantik herrscht Krisenstimmung bei Annika und Manuel. Andere Paare haben sich an dieser Brücke mit Liebesschlössern verewigt. Naja, eigentlich wäre sowas vielleicht auch nicht verkehrt gewesen so für uns zum Abschluss der Reise. Aber ich glaube, das hat sich jetzt irgendwie auch erübrigt, so ein Schloss. Also meine Angst ist schon so, dass es vielleicht ganz eskaliert. Und irgendwie dann doch jeder seines Weges geht. Ich hab gesagt, ich gehe ja mit dir den Weg, aber ich muss halt auch wissen, dass der Wille bei dir, klar, der Wille ist bei dir da, aber ich muss halt auch merken, dass es dann irgendwann in eine Richtung geht, weil ich weiß halt nicht, wie lange ich den Weg so mitgehen soll, ohne dass irgendwie sich was ändert. Weißt du, wie ich meine? Deswegen würde ich gerne danach einfach die Zeit für mich haben, ein bisschen. Vielleicht, dass du dir auch für dich klarkommst, was du machen willst, wie du nachher das Gespräch anfangen willst, etc., etc. Was du mit Dr. Kühldorfer besprechen möchtest. Und wenn wir beide gewillt sind, es zu wollen und unser Kopf irgendwann nicht regieren lassen, ja. Oh, Brille. Okay. Wir schaffen das zusammen. Ich muss in so einer Situation einfach Zeit für mich haben, weil ich sonst Angst habe, dass es eskaliert, das Gespräch, und wir vielleicht dann Sachen sagen, die wir gar nicht so meinen.
meine Angst ist halt wirklich, dass sie sagt, sie geht, sie braucht Zeit für sich. Okay, klar. Dann ist eben, sie ist nicht mehr bei mir und wer weiß, was passiert. Und nachher sagt sie, oh, okay, ich habe die Schnauze voll und wir beenden alles oder so. Und deswegen ist mir halt immer noch mal lieber, du probierst es selber noch mal ins Reine zu bringen. Also du sprichst mit der Person. Ich habe große Ängste. Ja, ich bin Mensch. Ich möchte das Experiment jetzt einfach, dass es glückt. Und es ist einfach schwierig im Moment. Davor habe ich einfach ein bisschen Angst. Ja. Dr. Sandra Köhldorfer versucht, Annika zu helfen. Ich glaube, dass sie jetzt zum Teil auch seine Hilflosigkeit spüren. Ja. Er sagt, ich weiß nicht, ich habe keine Gefühle, ich weiß nicht, hat auch einen Druck wahrscheinlich, na, und erwartet da viel zu viel, anstatt da auch zu sagen, ich weiß gerade nicht, na, also aber auch so das Hilflosigkeit, ja, was kann ich denn tun, wie geht es denn weiter? Ich glaube, wenn sie jetzt da bleiben, strong and silent, ruhig und gut und sagen, ja, ich war traurig, habe meine Gefühle gezeigt, aber jetzt geht es mir wieder gut. Dann merkt er, sie hat das ausgehalten. Ich kann mit dir nicht nur lachen, ich kann mit dir auch weinen. Das ist was er sich auch gewünscht hat. Und das heißt aber auch, das geht auch weiter. Es muss deswegen nicht eine Beziehung zu Ende sein. Und so baut man Vertrauen auf. Ja. So kann er dann Vertrauen aufbauen, um ihnen mehr aus seiner Geschichte zu erzählen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein weißes Blatt Papier und Sie beschreiben es. Mhm. Es ist Ihr Bild, das Sie gemeinsam mit ihm machen. Ich glaube, dann versuche ich mir. Ich glaube, das ist das beste Beispiel mit dem leeren weißen Blatt. Ich glaube, das muss ich immer im Hinterkopf jetzt haben, so ein bisschen. Und ja, dann weiterschauen. Auch Manuel spricht mit der Psychotherapiewissenschaftlerin. Dieser Druck durch die Hochzeit, auch den Druck, den man sich selber macht. Und gerade Sie waren ja auch jemand, Sie hatten ja auch die Hoffnung. Und da ist dann diese Frau und dann sind die Gefühle sofort da und dann braucht man sozusagen nichts mehr zutun, ne? So auf die Art. Die Annika will ja immer mir helfen. Die ist ja wirklich so Hilfe, ne? Die will ja jedem helfen. Aber sie kann mir ja nicht helfen. Das ist ja alles so, was ich halt selber irgendwie jetzt in die Wege leiten muss. Hört sich jetzt blöd an, aber vielleicht einfach wirklich nur, dass wir mal in Ruhe heute Abend mal essen gehen oder irgendwo was trinken gehen und dann einfach mal einen schönen Abend ohne irgendwelchen Druck einfach mal versuchen, so ein bisschen Harmonie reinzubringen. Ja. Gut, also dann könnten Sie, wenn wir Sie jetzt fragen wollen, könnten Sie ja das dann auch sagen, dass Sie sagen, ich weiß, du möchtest mir so gern helfen, aber ich setze mich eh mit mir auseinander, ich gehe ja auch so in meinen Prozess und so, macht ja keine Sorgen. So oft, na, ich weiß nicht, wird es ihr gut tun, wenn Sie sie beruhigen oder was? Ne? Ja, schon, also ich glaube, das wird vielleicht wird sie das dann verstehen und wird dann merken, ah ja, gut, okay, ich kann da wirklich nichts machen und er braucht vielleicht seine Zeit und jetzt lasse ich ihn halt wirklich mal in Ruhe. Und gleichzeitig aber, ne, wenn sie ihnen helfen will, dass sie ja sagen, so ja, kann sie das auch annehmen, wenn die Annika ihnen... Ich glaube, es wird mir schwer fallen, weil ich ja schon irgendwie versuchen will, das Zepter so in der Hand zu halten. Ne? Aber im Endeffekt... gehören zu einer Beziehung immer zwei und wenn sie mir die helfende Hand reichen kann, soll ich sie nicht abschlagen. Ja, man muss da durch, man wird verletzt, man muss sie öffnen, nur dann ist es auch echt, nur dann ist es auch schön, nur dann, das ist auch Leben, das ist lebendig sein. Manuel ist ein eher ängstlicher und vorsichtiger Mensch. Das Gute ist, er kommuniziert seine Ängste. Und über das Stellen von Fragen und Erhalten von Antworten gewinnt er Sicherheit. Und durch diese Sicherheit gewinnt er Orientierung und kann sich dann viel leichter öffnen und wohlfühlen.
Ja, eine Paarberatung hat ja immer den Vorteil, dass sie schon eng zusammenrücken. Ja, ich danke fürs Gespräch mit den beiden Einzelnen und dass sie da sich da auch so geöffnet haben, auch mir gegenüber. Aber jetzt wollte ich Sie fragen, wie geht's jetzt Ihnen jetzt so wieder? Also ich muss sagen, ich bin jetzt gerade ein bisschen erleichtert. Ich glaube, ich gehe jetzt sehr positiv an die nächsten Tage, nächste Zeit dran. Also ich kann auch nur sagen, mir geht's jetzt wirklich gut. Ja, jetzt wirklich einen Restart machen, nach vorne gucken und jetzt quasi beginnt's. Wie Sie gesagt haben, so jetzt beginnt's. Ich glaube, jetzt war so eine erste Begegnung mit Negativen, mit Ängsten, mit nicht wissen, wie miteinander umgehen. Und Sie sehen ja auch jetzt schon, wenn eine Krise ist, wenn ein Problem ist, Sie finden eine Lösung oder Sie holen sich Lösung rein. Mhm. Sie werden andere, bessere Lösungen finden. Ja. Der Knoten ist geplatzt. Am Ende ihrer Hochzeitsreise finden Annika und Manuel die Kraft für einen gemeinsamen Neuanfang, der direkt mit einer Überraschung für Manuel besiegelt wird. So, und zwar, du hast heute Morgen was gesagt, was ich aufgeschnappt habe. Und ich habe was Kleines vorbereitet. Dein Ernst, ehrlich jetzt? Ja, sieht so aus, ehrlich jetzt. Als kleine cool. Überraschung, find als Zeichen, ja, wie gesagt, habe ich was vorbereitet, dass wir jetzt zusammen hier passend eigentlich, wie Frau Dr. Kühlte gesagt hat, auch so einen Restart machen und damit jetzt unsere Ehe nochmal neu starten und ja. Mit der Hand auf dem Herz schwör ich dir, solange ich lebe. Ich bin sprachlos, überrascht, ja, dass die sich wirklich so Gedanken gemacht hat. Wie sie mir so eine kleine Freude machen kann, mit dem Herz, mit dem Schloss. Find's mega süß von ihr. Okay, eins, zwei. So, damit die Ehe jetzt auch passt. Und dann kommt er endlich, der erste Kuss. Der Kuss bedeutet mir schon sehr viel. Also es ist schon so Vertrautheit. Da ist ja schon was da, wo man darauf jetzt wirklich aufbauen kann. Ja, es hat sich gut angefühlt. Es sind die ersten Schritte in ein gemeinsames Leben als Liebespaar. Fazit zu den Flitterwochen. Es gab jetzt Höhen und Tiefen. Wir hatten jetzt alle schon mit dabei. Und trotz allem hat es uns näher gebracht. Auch jetzt gerade noch mal dann ein Gespräch mit den Experten. Wir wissen jetzt, wie wir vielleicht gestärkt in die ganze Sache rangehen sollen. Und Fazit ist eigentlich, dass wir jetzt positiv die letzten paar Tage verbringen und dann positiv in unsere gemeinsame Zukunft starten.